Da wirst du doch bekloppt. Was ist hier denn los? Noch rund 3 Stunden, dann geht's los. Das Prominentenspiel beim Tag des Handballs hier in Frankfurt. An meiner Seite ist der Feind, ist der Gegner, der ehemalige Nationaltrainer, Weltklasse-Handballer Heiner Brandt. Heiner, du bist verantwortlich auf der Bank beim Team Kretsche. Wie gehst du im Vorfeld damit um, dass du genau weißt, dass ihr keine Chance habt gegen Team Buschi? Ja, wir sind uns schon der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst. Deswegen habe ich die ganze Nacht Video geguckt, habe mir die einzelnen Spieler noch mal vor Augen geführt. Und ich denke, wir gehen sehr gut vorbereitet in das Spiel rein. Und ich denke auch, dass wir gewinnen werden. Also ihr habt viele Weltmeister aus der deutschen Nationalmannschaft von 2007. Aber ich habe Ciomba, Sprem, Wieslander, Olsson, Löfgren, die haben euch häufiger mal weggeputzt. Das stimmt, aber ich denke, wir haben uns im Laufe der Zeit weiterentwickelt und wir haben also einige Spieler, wie Kretsche zum Beispiel, der ist nach Beendigung seiner Karriere noch besser geworden. Also von daher denke ich, sind jetzt veränderte Vorzeichen da. Und jetzt mal ganz ohne Spaß, Heiner, die Bedeutung eines solchen Tag des Handballs für eure Sportart, die für viele Negativschlagzeilen gesorgt hat in letzter Zeit. Manche sagen, das ist Zirkus, manche sagen, das könnte ein Schub sein. Wie bewertest du das? Ein bisschen Zirkus ist sicherlich dabei, aber ich denke, uns tut dieses Ereignis sehr, sehr gut. Wie du gesagt hast, also haben wir schon einige Negativschlagzeilen, auch teilweise berechtigte Schlagzeilen zu ertragen gehabt. Und ich denke, das wird eine sehr gute Werbeveranstaltung für unsere Sportart werden. Zum einen hier unser Spiel Buschi gegen Kretsche, das wird sicherlich ein Highlight sein. Aber man sollte auch das Bundesligaspiel danach auch entsprechend würdigen. Und das vor über 40.000 Zuschauern ist, denke ich, eine sehr gute Geschichte für unsere Sportart. Wenn ich an Kretsche denke, denke ich automatisch an die After-Show-Party, an die After-Game-Party. Mit was müssen wir da rechnen? Ja, da bin ich natürlich nicht involviert. Das ist so wie früher auch. Da machen die Jungs das, was sie wollen. Und ich als Älterer stehe außen vor, aber bin natürlich auch sehr, sehr gerne dabei und werde auch sicherlich meinen Spaß haben. Gut, jetzt haben wir keinen Spaß mehr mit dir, Heiner. Danke fürs Gespräch und gleich gibt's was auf die Mütze. Am Ende kackt die Ente.